Ask Us Anything. Yes. Wo findet man denn den Zugang zu unserem Ask Us Anything und wenn man eine Frage an uns stellen möchte? Ask Us Anything findet ihr entweder in den Shownotes oder unter dem Video in der Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zu unserem Discord-Server. Und auf diesem Discord-Server haben wir Bereiche, die für die Community da sind. Wir haben über 600 Leute auf dem Discord-Server, das ist Wahnsinn. Wir haben verschiedene Formatbereiche und ähnliches. Und dort findet ihr unter anderem eben auch die Rubrik Ask Us Anything. Dort könnt ihr eure Fragen an uns stellen. Wir beantworten die im Podcast. Wenn ihr mehrere Fragen habt, macht mehrere Posts. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt kein Buch davor, sondern schreibt bitte die Frage. Dann können wir sie auch beantworten. Ja, das ist so absolut richtig. Und wir starten direkt mal mit der Frage von Weber. Dort wird gefragt, was ist euer Pet-Peeve bei euren Gegner? Bei mir ist es dieses ständige Durchmischen der Handkarten, Taktik hin oder her. Das sieht halt aus wie ein nervöser Tick. Also Pet-Peeve von wegen, über was können wir uns bei unserem Gegner ständig und immer wieder aufregen? Hast du da irgendwas, was du beim Gegner, was du denkst, boah, hör jetzt bitte auf damit, weil sonst werde ich wahnsinnig? Nö. Tatsächlich habe ich das nicht. Für mich gehört fast alles dazu. Und wenn ein Mensch ein bestimmtes Habit hat, das nicht offensive ist, bin ich der Meinung, dann hat diese Person dieses auch einfach zu nehmen und auch auszuleben, wie die Person das möchte. Ja. Ja, das ich würde dir fast dazu stimmen. Also mich geht's auch nicht viel, was mich einem Gegner nervt. Ich glaube, das Maximale wäre halt wirklich dieses wenn jemand zu schnell halt irgendwas vernuschelt oder so. Also wenn halt wirklich so jemand anfängt, leiser zu reden, vielleicht auch so ein bisschen die Unsicherheit dann drin ist. Weil dann werde ich halt so ein bisschen sauer von wegen, ja, ich muss auch immer noch verstehen, was du von mir willst. Ich verstehe, wenn man irgendwie nervös ist oder so, aber man kann ja offen reden. Ich beiß niemandem im Kopf ab. Aber wenn man dann so nuschelt und dann langsam und leise nur so eine Karte in den Friedhof legt und ich muss jetzt raten, was das für ein Effekt war, was er da jetzt genau gemacht hat, das ist schon was mich vielleicht nervt. Dann eine Frage von Psyren, ein ganz anderes Thema. Was sind eure Top 3 Videospiele aller Zeiten? Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Videospiele ist ja so ein Thema, ich glaube, kaum jemand kommt da drum rum. Yes. Was würdest du sagen, sind da deine Top 3? Also mein Lieblingsvideospiel ist und bleibt Tactics Ogre Knight of Lodes. Das ist ein Game Boy Advance Spiel, was es nie nach Europa geschafft hat. Wovon ich mir immer noch die amerikanische Version mal kaufen möchte, aber der kostet auch irgendwie über 100 Euro. Also die Original Rich Card. Und Cartridge, so, nicht Rich Card. Und ja, also das ist so absolutes Top 1 bei mir, ist auch das Spiel, was ich am meisten durchgespielt habe. Ansonsten Sonic Adventure DX, beziehungsweise Sonic Adventure 1, ganz groß bei mir, weil ich hatte meine Dreamcast. Und das war meine allererste Konsole nach meinem Gameboy. Ich hatte ja nur den original grauen Gameboy-Klotz. Danach hatte ich jahrelang nichts. Und dann kam die Dreamcast. Deswegen, und das war das erste Spiel, was ich hatte. Deswegen auch das habe ich sehr, sehr viel gesuchtet. Und ja, das ist anderes Spiel. Ich mag es fast gar nicht aussprechen. Ist so eine Mischung aus WoW und League of Legends. Aus dem Grund heraus, dass ich dort ganz viele großartige Personen kennengelernt habe. Und da geht es mir weniger um das Spiel, sondern mehr um die Personen. Deswegen mag ich solche Online-Spiele tatsächlich auch immer noch bis heute sehr. Das ist ja fast schon ein ähnliches Phänomen wie bei Magic the Gathering. Ja. Also nahezu, also nicht alle, aber schon sehr viele Leute, die ich in Berlin kennengelernt habe, kenne ich durch oder übers Magic the Gathering spielen. Und so soziale Spiele haben halt auch immer diesen Charme, dass man da auch Leute kennenlernen kann, die dann einfach zum festen Freundeskreis irgendwann zugehören. Und das ist halt eine sehr schöne Erfahrung. Deswegen kann ich WoW auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, meine Top-Videospiele, ich muss sagen, die ändern sich bei mir ständig. Und ich würde sagen, glaube ich, aktuell ist es Dark Souls 1, in Klammern Elden Ring, weil ich es auch sehr krass spiele im Moment. Ich würde fast sagen Mass Effect, die Trilogie. Ich sehe das so ein bisschen als ein Spiel, weil häufig, wenn ich das dann noch mal spiele, spiele ich halt alle 3 Spiele hintereinander weg. Aber wenn ich, glaube ich, eins wählen müsste, ist, glaube ich, mechanisch 2, von der Optik 3. Ja. eins ist so das hässliche Endline, was man doch so mitmacht, bevor man dann zum schönen Schwan am Ende kommt. Und dann noch ein Spiel. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich bin verleitet, irgendwas in Richtung Pokémon zu sagen, weil ich habe schon echt ziemlich viel Pokémon gespielt.
Und wahrscheinlich ist es ganz, ganz boring, irgendwie blau und rot. Blau, blau. Einfach nur, weil die, yes. Weil einfach so diese originalen Teile, die sind halt so in der Membran verschweißt. Also ich habe die Originalen auf dem Game Boy damals gespielt. Ich habe dann das Remake hier Fire Red und Leaf Green gespielt auf dem Game Boy Advance. Ich habe dann später Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu gespielt. Also jeweils einen von diesen Teilen. Und ich muss sagen, diese Original-Kanto-Welt, die finde ich halt ultra schön. Yes. Das hat einfach so viel Nostalgie, diese originalen Pokémon. Das ist schon, gehört irgendwie schon auch mit dazu, würde ich sagen. Dann die nächste Frage von David, da können wir auch ganz kurz drauf antworten. Falls es schon mal beantwortet wurde, dann entschuldige ich mich hier. Woher kommen eure Spitznamen und oder wie man euch nennt? Darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Deswegen yes. Einfach nur mal Kurzfassung. Wie kommt das bei dir? YouTube wollte mich nicht Zed nennen lassen. X-Zed war vergeben, Black-Zed war vergeben, also wurde es The Black-Zed. Und dann habe ich einen Magic-Kanal gemacht und habe das The gegen MTG ausgetauscht. Und Blacky kommt einfach nur durch einen Kollegen, der halt irgendwann gesagt hat, so, hey, Zed ist mir zu lang, The Black-Zed sowieso, und dann machen wir einfach Blacky draus. Und so ist das entstanden. Ja, bei mir ist es quasi, ich hatte so ein bisschen in der weiterführenden Schule den Spitznamen Re von Re-Ra Roadshopf und da hab dann gesagt, irgendwie wäre es ja witzig, das so ein bisschen zu ownen und hab dann daraus Game Re gemacht, weil ich mich erstmal Videospiele auslassen wollte, aber irgendwie ist ja Magic the Gathering auch ein Spiel, deswegen passt ja auch Game Re und außerdem habe ich überall die Ads bekommen. Ich habe Ad Game Re auf YouTube, Ad Game Re auf Twitter. Nur bei Instagram habe ich es nicht bekommen, da ist es Game Re 93, aber naja. Welche Karte findet ihr am schönsten und warum? Bei mir ist es Commander's Authority. Am schönsten, das ist natürlich ein weit gefasster Begriff. Das kann natürlich designmäßig am schönsten sein oder vom Artwork am schönsten. Ich vermute Artwork. Ja, das glaube ich halt auch. Wie sieht das bei dir aus? Welche Karte findest du da am schönsten? Interessanterweise, wer hätte es gedacht? Talia, Guardian of Draven. Und zwar die Grand Prix-Version. Dieses sehr close Face-Up auf diese blonde Dame. Ich finde, das ist sehr schön detailliert gezeichnet. Man sieht, es ist immer noch gemalt und es ist keine Fotografie oder so. Und es ist wirklich, jedes Mal, wenn ich die Karte ziehe, denke ich mir so, wow, das ist eine sehr, sehr hübsche Karte. Ja, es gibt halt so viele Karten, die ich so hübsch finde. Ne? Also ich finde auch gerade Thema Atalia, ich finde die FNM-Promo von Heretic Cathar, finde ich unfassbar, cool, ja. Unfassbar hübsch. Ich finde, das originale Liliana of the Veil Artwork hat was, was halt auch jetzt im neuen Artwork, was auch sehr gelungen ist, aber einfach nicht so rüberkommt. Es gibt sehr, sehr schöne Thoughtseize Artworks, also sehr, auch teilweise sehr abstrakt und so. Also es gibt sehr viele Karten, von denen es halt wirklich sehr, sehr schöne Artworks gibt. Aber tatsächlich tendiere ich auch mehr dazu, diese frühen Magic Artworks sehr interessant zu finden. Also Karten, wo man es sich erlauben und auch leisten kann, wie zum Beispiel irgendwie Duress oder so. Da habe ich halt so eine White Border, Old Border Variante mit diesem Artwork. Ich glaube von Yakmoth, der irgendjemanden Gedanken aus dem Gehirn zieht oder so. Und das hat halt irgendwie so ein oldschooligen Cartoon-Charme oder so ein Comic-Style, den ich halt auch sehr feiere. Und das ist halt was, Magic ist halt irgendwie so vielfältig und es gibt so viele verschiedene Artworks, jetzt gerade zu einer Zeit mit Secret Lair Drops, dass so eine Karte mir echt schwer fällt, das zu sagen. Und dann kommt darüber hinaus noch, dass ich viele Karten auch primär mechanisch sehe, ja, bevor ich aufs Artworks gucke. Also mein Lieblingsbeispiel ist halt immer Tarmogoyf, wo ich, glaube ich, bis heute noch nicht gerafft habe, was auf dem originalen Artwork wirklich zu sehen ist. Es ist auch nicht hübsch. Es ist nicht wirklich klassisch hübsch. Da würde ich dir zustimmen. Dann haben wir noch eine Frage von irgendwas Langes. Der fragt, wie findet ihr die Romane und Comics im Magic-Universum? Ist es Trash oder Hochkultur? Eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe nur eins hier zu Hause. Das sind, glaube ich, Monde von Merodin. Und ich höre tatsächlich von vielen Leuten, die Qualität schwankt, sagen wir mal so. Ja, weil auch die Autoren sehr hart schwanken. Ja, das ist stimmt. Wirklich so, dass gerade der Mirrodin, also das erste Mirrodin, dieser Dreierblock, mega gut geschrieben ist. Kamigawa wirklich sehr gut geschrieben ist. Ravnica war okay.
Dann gibt es noch diese alte, ganz alte Bücherreihe, die auch wirklich von ganz vielen verschiedenen Autoren geschrieben wurden. Da schwankt's auch super stark. Webcomics bin ich persönlich einfach kein Fan von, deswegen kann ich die nicht evaluieren. Und naja, was die neuen Bücher machen, das wissen wir alle. Wir haben oft genug darüber berichtet, was für ein seltsamer Kram dabei rumkommt. Und ja, nee. Ja, das ist auch wirklich so ein Thema, ne? Also die neuen Bücher sind echt nicht so gut. Wovon ich aber viel gehört habe, viel Positives gehört habe, sind die, ich glaube, sind die Comics von Boom, also von dem Verlag Boom, die in einer Nicht-Canon-Story auf Ravnica die Abenteuer von, ich glaube, es ist Ral Zarek, hier Kaya und Ruska. Quasi nachgeht, die untersuchen, wie, glaube ich, die Dimir-Gilde von innen ausgelöscht wurde. Und die haben Jace paralysiert oder vergiftet oder so. Und da habe ich gehört, dass die Story wohl sehr, sehr schön sein soll und sehr den Charakteren entsprechend sein soll. Also da wollte ich schon immer mal reingucken, aber den Rest ich habe ja mal Brothers War angefangen zu lesen, also das allererste Buch. Und muss aber sagen, das hat mich halt leider gar nicht abgeholt ab einem gewissen Punkt. Ich glaube, ich war so ein Drittel drin und dachte dann irgendwie gedacht, so, irgendwie Bücher lesen soll Spaß machen. Und irgendwie habe ich gerade nicht so viel Spaß. Deswegen habe ich es dann irgendwann beiseite gelegt. Aber vielleicht lese ich es auch irgendwann noch mal zu Ende. So, was haben wir denn noch? Ach so, auch eine spannende Frage, wieder von irgendwas Langes. Würdet ihr Magic-Karten dumpstern, also weggeworfene Karten aus dem Müll holen? Ich weiß nicht, ob es sich darauf bezieht, aber es gab eine Story, die im Reddit den Umlauf gemacht hat. Und zwar wurden in einem amerikanischen Dumpster mehrere Cases, volle Kartons mit Modern Horizons 2 Boosterboxen gefunden, die jemand dort anscheinend versucht hat zu entsorgen. Und irgendjemand, der bei dieser Müllreihe gearbeitet hat, hat da ein Foto gemacht und hat es in nicht mal Magic-Forum geschrieben, sondern tatsächlich in dieses Mildly Interesting oder sowas. Und dann hat jemand gesagt, hey, hier sind 8 Cases Modern Horizons oder mehrere Paletten oder so. Und Leute schmeißen es einfach weg, dabei ist es zu teuer. Und dann habe ich nur in den Kommentaren gesehen, wie super viele Leute darüber geschrieben haben, boah, lass da jetzt hinfahren mit LKWs, lass sofort verteilen und so. Wär das was, wenn du einigermaßen wüsstest, wo man da holen müsste, wärst du da intrigued, das mal zu machen? Es ist ja dasselbe wie auf eBay Kleinanzeigen, irgendwelche kleinen Billigsammlungen mitzunehmen oder sonst was. Prinzipiell ist es Goldgräberei. Ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn Magic-Karten weggeschmissen werden, wenn sie halt nicht wirklich playable sind, nicht genutzt werden, nicht gesammelt werden und nichts. Dann kann man sie entweder halt Neulingen schenken, die freuen sich drüber, an einem Local Game Store verkaufen oder schenken, je nachdem, was der damit vorhat, oder. Aber ich kenne auch Leute, die sie weggeschmissen haben. Die meisten Leute bereuen es. Und ja, also rausholen aus dem Müll auf jeden Fall, alleine zum Durchgucken und dann oben drauflegen. Ähnlich wie man bei Pfand immer den Pfand nicht in die Mülltonne wirft, sondern daneben stellt. Und genauso würde ich es mit Magic Card wahrscheinlich machen. Ja, das stimmt. Wobei ich es schon ziemlich spannend fände. Also, wie cool wäre das so, über einfach so große, wertvolle Sammlungen, gerade Sealed-Produkten zu stolpern? Also, es passiert ja selbst Wizards of the Coast selber mit den Legends-Boostern zu Dominaria United. Also, von daher, ich glaube, da wäre schon ein gewisser Charme dran. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt full-on Dumpster-diven würde, aber wenn ich wüsste, wo was zu holen wäre, ich glaube, ich würde schon irgendwie mal hinfahren und mir noch irgendwas abholen, wenn es nur irgendwie ein Booster wäre oder so. Die Story macht es dann irgendwie auch. Ja, absolut. Dann noch eine Frage von Snesvin. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Blackie, wie geht's dein Yuriko-Deck? Hast du eine aktuelle Liste oder vielleicht sogar eine geupdatete Deck-Tech, falls sich das die letzten Jahre so, oder wie sich das so in den letzten Jahren geändert hat? LG und macht weiter so. Ja, Yuriko, ich denke mal, damit ist ein Legacy-Deck gemeint, oder? Ich bin nicht so sicher. Ich habe vorletztes Jahr mittlerweile, hatte ich mal ein Legacy-less Dezember gemacht, wo ich keinerlei Legacy-relevanten Content einen Monat lang gebracht habe. Und dort hat ein Kollege von mir sein Yuriko-Deck vorgestellt. Commander-Deck. Ich persönlich habe das halt nie besessen, deswegen, sorry, wenn du das meinst, ist nicht meins. Ansonsten spiele ich Legacy-Ninjas. Und Legacy-Ninjas sind ganz cool, haben jetzt ein bisschen was verloren, weil sie halt sehr gut gegen Mono-White-Initiative waren und gegen Delver. Jo, wenn die beiden Decks jetzt nicht mehr Top-Tier sind, dann hat es halt ein bisschen was an Matchups verloren. Ansonsten, Ninjas sind cool. Ja,
Das definitiv. Aber wahrscheinlich auch, wenn ja, wenn das ein aktuelles Thema wäre dann, und es ein Deck in Legacy ist, was Spaß macht, dann hätte wahrscheinlich Wizards of the Coast schon ein Keypiece draus gebannt. Von daher würde ich mal sagen, ja, ich glaube, wir sind hier auch schon durch soweit mit den Fragen vom Ask Us Anything. Wenn ihr an dieser Stelle auch Fragen an uns habt, die wir im Podcast beantworten sollen, dann schreibt sie uns sehr, sehr gerne ins Discord unter Ask Us Anything. Gerne kleine, kurze Fragen stellen und wenn ihr mehrere Fragen habt, gerne in separaten Nachrichten reinschreiben. Also spammt uns da ruhig voll, wenn ihr da Lust drauf habt und wir kommen dann nach und nach auf eure Fragen zu. Das war es soweit von Radio Ravnica für diese Woche. Und neben natürlich dem obligatorischen Dank an dich, Marc, haben wir natürlich noch unsere Patreon-Gold-Unterstützer, yes, dessen Liste ich mir jetzt gerade mal ganz unmittelbar hier aufrufe. Weil wir und zwar sind das namentlich. Genau, ist wieder neuer Monat. Und da haben wir die Supporter Kobe Power, EasyReader24, Buster Madison, Faria, Getteral Götterspeise, Jan W., Jan Erik G. und Siren. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und natürlich wiederholtermaßen, Marc, vielen, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Ausgabe Radio Ravnica. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.